Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zurück in der Division 2, heute mit der Zusammenfassung des State of the Game vom 19.08.2020. Ich habe mir mehr von dem erwartet, denn es waren 2 Wochen Pause zum letzten. So wie ich es letztens verstanden habe, wollten sie ja mehr erzählen zum Skyscraper-Modus, zum PTS, zu TO11. Jedoch haben wir jetzt die einzige Information bekommen, und zwar hier dieses Bild, und zwar, dass sie heute am 19. August über diesen Appearance Mode reden, am 26. August über den Rainbow Loot und erst am 2. September über den Skyscraper, neues Gear und PTS. Für mich ein wenig enttäuschend, ehrlich zu sein. Okay, als allererstes schauen wir uns aber an, was haben sie gesagt heute zu diesem Appearance Mod. Und zwar, wir können einfach mocken. Ja, also wir können unsere aktuelle Rüstung drüber mocken. Also ihr könnt, wenn ihr einen Gilagard anhabt, was anderes drüber mocken. Ich habe noch nie gehört, dass die Community sowas will. Aber wir haben es nochmal gemacht, sie haben es nochmal gebracht. Also, das war der Stream heute über diesen Appearance Mode. Dann wäre ich eigentlich auch schon fast wieder fertig. Sie haben sonst nicht wirklich viel dazu gesagt. Und des Weiteren wurde noch im Chat anscheinend gefragt, wie es aussieht wegen diesem Cheaten vom Raid. I do see a lot of questions, and I did ask Johan this question the other day. The investigation into what's going on with the data mine stuff around the raid. The latest that I've been told from Johan is that it's all data mine stuff, correct? Yeah, so essentially... No, go ahead, Yanni, please. Sorry? Where should I? I was just asking you who should reply. Okay, I'll go. Okay, so essentially, investigation is done since quite a long time ago, and the data itself is not leaked information. It's actually from a data mine, essentially, from the PTS that had some information about the upcoming raid, and the document is not an official document, essentially. That is what I can say. As for anything beyond that, I think it's a great idea to go into it now, because then you get into very complicated things like who can prove what and that sort of thing. But just to confirm, it is 100% data mined. Great, thank you. Und hier haben sie das erste Mal wirklich bestätigt, ja, die haben gecheatet, die hatten Daten von einem Data Miner, aber sie sind nicht von uns. Also immerhin, wir wissen mal, es ist aber nicht von ihnen, sondern ja, die haben zwar gecheatet, aber von Data Miner, und somit ist es okay, so wie es aussieht. Passt, also auch für mich. Ja, soll so sein. Ihr macht's, was wollt's. Jo, somit die Zusammenfassung heute relativ kurz. Wie gesagt, ich bin relativ enttäuscht. Ich wollte eigentlich mehr hören. Man hält uns jetzt wiederhin diese 2 Wochen, also bis 2. September. Also gedulden, gedulden, gedulden. Es wird einen PTS geben. Am PTS dürfte anscheinend auch dieser Skyscraper drauf sein. War auch eine Aussage zum Schluss, jetzt ohne PTS. Hab ich zumindest wieder mal so verstanden. Ja, ich werde noch mal reinhören natürlich. Und wenn es am PTS ist, dann hoffe ich mal, dass es eben nicht ein bezahlbarer Inhalt ist, sondern dass TO11 gratis sein wird. Ich hoffe es mal. Ich drücke mal die Daumen, dass es so ist. Wenn es zu zahlen ist, jo, Kommentare bitte reinschreiben, was ihr dazu sagt, wie immer. Und somit, kurze Zusammenfassung des State of the Game. Es hat wirklich nicht mehr gegeben, es tut mir leid. Sie hatten Tonprobleme am Anfang, das ist relativ bisschen Zeit draufgegangen. Dann haben sie eben über diesen Appearance Mode gesprochen. Bisschen so nebenbei, aber eigentlich, sie können nichts sagen und wir wollen nichts sagen und wir können nichts sagen. Und sonst, jo, Rainbow Loot nächste Woche, Skyscraper, neues Gear, PTS, 2. September. Und sonst sind wir schon wieder fertig. Kommentare, Like, Abo, wie immer gerne gesehen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.